Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, nennen wir es mal Nebenprojekt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein richtiges Let's Play werden wird, aber ich wollte euch das Spiel auf jeden Fall mal zeigen. Jetzt, wo ja gerade wieder so ein bisschen der Jurassic Park Hype ausgebrochen ist, wollte ich euch das einfach mal zeigen, weil das Spiel habe ich früher immer gespielt als Kind. Also das war echt, also, ja, das war wirklich ein Top-Spiel, fand ich. Ich meine jetzt, klar, die Grafik ist jetzt nicht mehr so die beste, aber ich denke mal, wir können es trotzdem mal zocken. Auf jeden Fall so ein bisschen und dann schauen wir mal, wie das Feedback von euch so ist. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie sich uns anschließen. Mein Name ist John Hammond und ich begrüße Sie im Namen von InGen, der Firma, für die Sie jetzt tätig sein werden. Ihr Job ist im Grunde genommen simpel. Bauen Sie einen Park, erzeugen Sie Dinosaurier und unterhalten Sie die Leute. Wir werden Sie natürlich im Auge behalten, die Wertung Ihres Parks beobachten und Ihre Leistungen kommentieren. Aber letztendlich liegt es allein bei Ihnen, ob der Jurassic Park ein Erfolg oder ein Flop wird. So, es wird hoffentlich ein Erfolg. Wir verändern erstmal ein bisschen die Insel. Machen die ein bisschen größer, haben wir mehr Platz zum Bauen. Gut, Flüsse brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Berge sind jetzt auch nicht so... Ah, einen kleinen Berg kann man drauf lassen. So, so gefällt mir das. So, dann starten wir mal rein. Und da sind wir willkommen im Jurassic Park. Ja, der neue Film, übrigens Jurassic World, ja, ganz neu ins Kino gekommen sozusagen. Finde ich richtig cool, habe ich mir auch schon angeguckt mit dem Niemeyer. Also mir gefällt er. Es gibt zwar viele, die kritisieren das, aber mir gefällt er. Ja. Das ist eine würdige Fortsetzung sozusagen. So, wir haben erstmal drei Nachrichten, wir gucken rein, willkommen in Ihrem neuen Park. Sie müssen als erstes ein paar Dinosaurier ausbrüten lassen, bauen Sie ein Gehege und eine Brutstation und züchten Sie Ihren ersten Dinosaurier. Jawohl. So, Dr. Alan Grant, unsere fossilen Ausgrabungsteams sind bereit. Sobald Sie ihnen eine Stelle zugewiesen haben, werden Sie mit der Suche nach neuen Fossilien, mit denen Sie arbeiten können, beginnen. Ich wüsste gern Ihre Meinung hierzu. Unsere Forschungslabors sind eingerichtet und unsere Teams warten darauf, dass sie ihnen Aufgaben zuweisen. Ja, sehr schön. So, wir bauen aber trotzdem jetzt erstmal natürlich ganz wichtig Einrichtungen, einen Parkeingang. Benutze Plus und Ü zum Drehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den hier irgendwie mittig hinkriegen. Ich denke mal, so ist ganz okay. So, der Park ist jetzt natürlich noch geschlossen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, gut, das Geld sollte erstmal ausreichen. Wir bauen jetzt erstmal ein kleines Gehege. Wir haben nur einen Stufe 1 Zaun. Aber der reicht, glaube ich, auch erstmal aus. Ich weiß noch gar nicht, was für eine Dinosaurier überhaupt haben. Muss ich gleich mal gucken. Wir bauen erstmal nur ein kleines Gehege. Dass wir ein bisschen Geld sparen. Solange der Park noch geschlossen ist, kommt ja auch nichts rein. Also an Geld. Auch nichts an Besuchern. So. Erstes Gehege fertig. Das Ganze braucht jetzt eine Brutstation. So, und da können wir jetzt schauen, Hallo. Was für eine Dinosaurier wir haben. Okay. Ein Torosaurus. Kleine Pflanzenfresser haben wir noch nicht. Haben wir schon Fleischfresser? Aber für den ist, glaube ich, der Zaun ein bisschen zu schwach. Heißt, wir nehmen erstmal den. Ja. Nehmen wir mal gleich zwei Stück davon. So. Und die brauchen natürlich auch noch was zu fressen. Und genau dafür gibt es die Pflanzenfutterspende. Setzen wir einfach mal rein. So. Genau. Und jetzt kann ich euch mal zeigen. Da fliegen dann praktisch so eine Ballen raus und die können die Dinos dann fressen. Kostet uns natürlich auch immer ein bisschen was, wenn daraus rausgeflogen kommt. Aber so ist es halt. So. Dann beginnen wir mal den Weg zu bauen, wo die Besucher sozusagen dann lang dackeln. Das haben wir natürlich doof gebaut hier vor dem Berg. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, das Eintreffen unseres neuesten Dinosauriers bekannt geben zu können. Des Torosaurus. Wir wünschen gute Unterhaltung mit diesem lebhaften Pflanzenfresser aus dem Nordamerika der Kreidezeit. Also das Spiel ist von 2003, aber ich finde die Grafik dafür echt gut und das kann man auch immer noch spielen, also mir gefällt das. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Putzstation. Ja, setzen wir die einfach mal hier rein. So, dann brauchen wir natürlich ein paar Attraktionen.
Aussichtspunkt. Ja. Jetzt haben wir natürlich den Weg ein bisschen zu dicht gebaut. Moment. Dann. Moment, da wollte ich nicht rein. Irgendwo kann man da bestimmt noch abreißen. Da, ich hab's gesehen. Hier. Dann nehmen wir nämlich hier vorne nochmal ein bisschen den Weg weg. So. Übrigens, was ich früher mal gerne gemacht habe, ich habe mir den Park aufgebaut und dann gespeichert. Und dann sind mir versehentlich ein paar Zäune kaputt gegangen. Und die Dinos sind frei rumgelaufen. War mal ganz lustig. So, okay. Weiter im Text. Dann haben wir unsere erste Attraktion. Die ist geöffnet. Eintrittsgebühr $10. Super. Wir können hier sogar mal rausgucken. Und man sieht tatsächlich ein paar Dinos. Sehr schön. So, okay. Was wir jetzt als nächstes machen, ist die Fossilensuche. Wir haben momentan also zwei Teams. Ne, wir haben nur ein Team. Und das können wir hier halt eben immer zu diesen verschiedenen Orten schicken, egal auf der Welt. Und die graben dann halt eben da was aus. Und die finden halt eben so ein bisschen DNA. Und da können wir dann ins Genlabor gehen und daraus dann sozusagen neue Dinosaurier machen. Nachricht von Dr. Wu. Unsere Forschungsteam warten darauf, dass sie ihnen ein neues Projekt zuweisen. Ja. Sobald sie einen Parkeingang und ein paar Einrichtungen haben, können sie den Park öffnen und Besucher einlassen. Sehr schlau, Mr. Arnold. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das alles noch so genau weiß. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mir den Film nochmal angeguckt habe. Ja. Okay, dann gucken wir mal, was wir noch so für schöne Attraktionen hier haben. Wir können also hier praktisch das alles noch so ein bisschen verbessern, was wir bis jetzt haben. Wir können Zaun der Stufe 2 bauen. Und wir können natürlich hier auch Ranger, das ist nachher ganz cool, da können wir dann mit dem Heli umherfliegen und so. Impfstoffe, das brauchen wir nachher später auch noch, aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal auf die Sicherheit. Okay. Und machen das mal. Und dann würde ich sagen, Attraktionen würde sich vielleicht die Ballontour an. Ja, doch, die Ballontour. Okay. Wir können nur eine Sache gleichzeitig erforschen. Das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich glaube, den Park brauchen wir jetzt noch nicht so unbedingt öffnen. Mit zwei Dinos, das ja, macht noch keinen Sinn. Danke, und zudem, dass Sie vorbeikommen. Da muss man nicht $200 für bezahlen, denke ich mal. Haben wir denn jetzt noch irgendwelche Attraktionen oder was? Ups, Mensch. Ich muss mich mit dem Menü erstmal wieder einfinden hier. Also eine Putzstation haben wir auf jeden Fall schon mal. Was haben wir denn noch, was die Sicherheit angeht? Eine Rangerstation. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und die setzen wir mal hierher. Nachricht aus dem Büro des Parkwächters. Oh, die hat jetzt ein bisschen was gekostet. Diese neue Rangerstation wird eine große Bereicherung für unsere Sicherheitseinrichtung sein. Sie sollten herüberkommen und einen kleinen Ausflug mit dem Hubschrauber unternehmen. Man weiß ja nie, vielleicht brauchen sie ihre Flugkünste mal bei einem Notfall. Ich bin ja so froh, dass sie mal reinschauen. Ja, das finde ich auch übrigens sehr cool. Und im Moment starten. Wir können dann also hier wirklich mit dem Hubschrauber über unseren Park fliegen. Wir können dann auch schießen und so. Wir können also praktisch die Dinos betäuben, wenn die mal ausbüchsen oder sowas. Wir können sie natürlich auch so, damit können wir sie wiederbeleben, falls sie mal sterben sollten. Kann ja mal vorkommen. So, und dann haben wir noch den Werkzeugmodus. Damit können wir praktisch Besucher retten. Einmal. Und dann können wir zusammentreiben, Dinos zusammentreiben. Da kommt praktisch so ein Echo dann raus. Wir können Köder für Pflanzenfresser-Dinos und für Fleischfresser-Dinos rausschmeißen. Zur Basis zurück. So, der fliegt jetzt zurück zur Basis. Sind wir auch mal kurz zu Heli geflogen. Und was haben wir denn hier noch so? Was brauchen wir auf jeden Fall noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch Toiletten. Die sollte man schon haben. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Kiosk, damit man auch noch ein bisschen was essen kann. Vielleicht bauen wir das hier alles nochmal so ein bisschen um. Ich weiß noch nicht genau. Ist jetzt auch eigentlich nur, um euch das mal so ein bisschen zu zeigen.
was ich so früher gespielt habe. Da habe ich echt Stunden teilweise dran verbracht. Echt heftig gewesen. Aber es hat auch immer Spaß gemacht. Okay. Attraktion haben wir jetzt eigentlich. Nee, den Aussichtsturm könnten wir noch bauen. Nachricht von Dr. Grant. Den können wir hierher setzen. So, dann können wir nämlich hier auch mal die Aussicht genießen. Wir können hier also praktisch einmal ringsherum gucken. So, okay. Na, Dr. Grant, müssen wir mal gucken, was Dr. Grant gerne möchte. Was sollen wir hier tun? Eines unserer Grabungsteams hat die Grabung abgeschlossen und Überreste eines Acrocanthosaurus entdeckt. Wunderbar. Dann können wir das nämlich auch gleich nochmal ins Genlabor gehen. Oh, das ist ein Fleischfresser. Und da können wir jetzt sagen, entweder wir verkaufen es oder Absolut. Wir gewinnen daraus etwas. Wir wollen natürlich daraus was gewinnen, weil wir brauchen ein paar mehr Dinos, das ist ganz klar. So, und das war es dann auch schon mal für den kleinen Einblick hier. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen, dann schreibt in die Kommentare oder gebt einen Daumen. Und könnt es natürlich auch gerne abonnieren. Keine Frage. Ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meiniger.de.